Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? So, herzlich willkommen wieder hier. Kommunikation, mein kleiner Podcast aus meinem Partykeller. Und ich habe mir heute jemanden hingeholt, wo ich mich sehr darüber freue. Ich mich auch. Die erste Schauspielerin, die ich kennenlernen durfte. Ja, ich hatte vor dir tatsächlich noch keine Schauspielerin kennengelernt. Ah, oh, ist das so? Weil wir Comedians scheinbar unter uns bleiben. Ihr wollt ja? Es vielleicht auch ein bisschen. Nee, ich du bin nicht, immer froh. Aber viele andere. Ich bin immer froh. Oh, wir haben uns ja durch Management dann kennengelernt. Ja. Und der erste, unterbrich mich, wenn ich lüge. Der erste Kontakt war, dass du mich auf einer Karnevalstour begleitet hast. Das stimmt. Das und war, das der erste Auftritt war so fürchterlich. Nein, das war überhaupt nicht fürchterlich. Du warst total geil. Das Publikum war scheiße. Aber du hast gesehen, dass man wirklich da musstest schon Bock drauf haben, um diesen Job zu machen. Ne? Das stimmt, weil ich habe, also wobei, ich glaube, der allererste Auftritt, da war das Publikum gar nicht so mies. Ich habe dich über irgendwie mehrere Shows an dem Tag begleitet und zwischendurch waren die einfach so spaßbefreit und du hast mir so leid getan, weil ich habe hinten gestanden und ich habe mich nass gemacht, weil ich dich so gut fand. Und ja, nee, deswegen unterbreche ich jetzt gerade nicht. Und die haben teilweise nicht mal eine Miene verzogen. Da habe ich auch nur gedacht, ihr geht doch auf eine Karnevalssitzung und ihr habt nicht mal irgendwie Spaß bei euch. Redner haben es tatsächlich auf Karnevalsveranstaltungen schwer. Würdest du auf eine Karnevalsveranstaltung gehen, wenn du nicht zufällig mit mir unterwegs wärst? Meinst du als Gast? Ja, so, dass du wirklich sagst, dass du auf der anderen Seite bist, der nicht zuhört. Doch, würde ich definitiv. Ich liebe Karnevalssitzungen. Ich finde es total toll. Ja. In diesen harten Zeiten jetzt. Man will ja nicht zu viel drüber sprechen, aber wie verbringst du den Tag? Du hast einen Sohn Fulltime. Ja, das ist so, dass ich mich schon sehr darauf freue, wenn die Kitas wieder aufmachen. Ja. Man gewöhnt sich einfach so schnell dran, den morgens abzugeben und abends wieder abzuholen. Das ist der einfache Weg. Ja, nee, das haben meine Eltern noch mit mir gemacht, da war ich schon 20. Und ja, was macht man? Man steht meistens morgens um 6 Uhr auf, weil das Kind keinen Bock mehr hat zu schlafen. Man selber könnte noch bis 9 Uhr pennen. Und dann bist du halt irgendwie hier am Autospielen, am Malen, am Spielen im Garten. Ich habe das Glück, dass wir einen Garten haben, wo er eine Sandkiste hat und sowas, weil Spielplätze sind jetzt momentan auch nicht so in. Ja. Also das ist viel Beschäftigungsmaßnahmen. Man muss Auslauf haben, wirklich. Der große Glück ist auch draußen mit dem Garten hier und so weiter. Also da kann man schon ein bisschen entspannen. Und das ist perfekt. Was ich dich schon immer fragen wollte, und normalerweise müsste ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Okay. Ja, weil ich finde es so dermaßen skurril eigentlich. Wir kennen uns tatsächlich schon etwas besser. Und Pia war zum Beispiel bei meiner letzten Aufzeichnung von Permanent Panne mit auf der Aftershow-Party und so. Ja. Da hast du Elend gesehen, ne? Also das Ding ist ich liebe ja Eckkneipen. Für mich ist das kein Elend gewesen. Für mich war das so ein bisschen nach Hause kommen in einer anderen Stadt. Aber man muss ganz ehrlich, man denkt ja so immer so, da ist die letzte Aufzeichnung. Wenn du eine Aftershow-Party macht, dann wird das irgendwie vielleicht was größer. Es wird irgendwie so sein. Nee, Kneipe. So wie ich das gewöhnt bin. Ja, aber das finde ich auch cool an dir, weil du bleibst dir selber treu. Ja. Du fängst nicht an, dann auf einmal mit Schickimicki zu kommen, wenn du da kommst. Aber für manche habe ich mich an dem Abend dann auch geschämt. Es wurde härter. Das war krass, weil da habe ich irgendwann auch gedacht, da habe ich mich mit irgendeinem Typen angelegt, draußen vor der Tür. Und das stellte sich dann raus, dass es einer von den aktiven Hools vom MSV, glaube ich, war. Ja, der gehörte noch nicht mal zu den Eingeladenen, sondern der war, weil es keine geschlossene Gesellschaft war, weil normaler der Durchgang war. Wir hatten mit vielen Unwirklichkeiten zu tun an diesem Abend. Das Ding ist ja, der wollte mir gerne auf die Fresse hauen und hat erst davon abgelassen, als er gemerkt hat, dass wir beide uns kennen. Und dann durfte ich auch existieren. Ja, ich bin froh, dass ich dir dort helfen kann. Aber ich habe mich auch selten so gefreut, dass wir uns kennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du in Duisburg aufgewachsen bist, hast du eh vor nichts mehr Angst. So, jetzt muss ich die Brille mal ändern. Meine MSV-Brille, danke Matze. Er hat sie so genannt. Ja. Man kann hier, wie gesagt, Karneval hast du mich da begleitet. Henry, wie ist das Leben mit Henry? Anstrengend. Henry ist der Sohn. Ja, genau. Ja, und wir haben uns vorher darüber besprochen, dass wir das ansprechen dürfen. Ja, und Henry ist jetzt 2,5 und hat genau auf den Tag an seinem
zweieinhalbsten, wie sie sagt ja. Als er zweieinhalb geworden ist. Ich glaube, silberner Geburtstag. Genau, oder so, da hat er das erste Mal ins Klo geschissen. Ist das nicht schön? Ich war so stolz, ich war richtig stolz. Ich saß da und ich habe wirklich, da geht dein Mutterherz auf. Viele denken sich jetzt, aber nee, das ist schön, wenn du nicht immer den ganzen Hintern von Kacke befreien musst, sondern du wischst zweimal und dann ist es sauber. Glaub mir, es wird irgendwann mal bar. Ja. Ich hoffe, bis dahin kann er selber. Ja, also wir drücken mal die Daumen, ja? Ich würde es ihm wünschen, ja. Ja, und es ist cool. Also, wo wir stehen geblieben sind, und das ist das Schöne mit ihr, ja, wir brauchen überhaupt eigentlich kein Thema, aber was machst du in der Zeit sonst noch? Hast du irgendwelche beruflichen Sachen? Ich fange bald wieder an zu drehen für Köln 50667. Da bin ich jetzt erstmal für ein paar Monate unter Vertrag, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ja. Weil da ist ja leider Gottes letztes Jahr ein Arbeitskollege tödlich verunglückt und die wollten so ein paar alte Leute wieder zurückhaben. Ja. Und so kam ich dahin zurück. Ich freue mich drauf, dass wir alte schön Leute, die Pia. Ja, ich. Alte Gesichter. Und tatsächlich gehöre ich, glaube ich, da auch zu den Alten. Ich glaube, die neuen Leute, die da alle jetzt mitspielen, das könnten alle meine Kinder sein. Ne? Weiß nicht, ob man da fragen darf, Berlin oder Köln, wo warst du lieber? Köln. Also Berlin war cool, weil es die erste Sendung war, aber Köln, da ist mein Herz einfach mehr. Berlin ist nicht meine Stadt. Ich bin da ganz gerne. Bist auch näher dran an zu Hause, ne? Oh, ja, und das ist die Leute, ich bin nicht cool genug für Berlin, glaube ich. Ich bin zu sehr Bauer. Ich weiß nicht, Berlin, so bin ich immer Hamburger eigentlich. Ja. Ich finde Hamburg sehr geil immer. Hamburg finde ich auch geil. Ja? Ja. Ist natürlich immer wieder schön zurückzukommen. Ja, ne? Ist aber, es, absolut. Aber insgesamt Hamburg, jetzt mal abgesehen davon, ja, Reeperbahn, nee, ist eine geile Stadt. Ja, ne? Ich mag Hamburg, ich mag auch München total gerne vom Stadtbild her und sowas. Da sind die Leute aber auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn du da keinen kennst, hast du es da schwer anschließend. Ich glaube, wenn man nach Süddeutschland zieht, dauert es am längsten, bis die sagen, ach, guck mal. Ja, genau. Ne? Ja, hier war tatsächlich so, ich wohne ja noch in Duisburg und dann hier in Meerhoek. Hier ging es relativ zügig. Hier passen die Nachbarn aufeinander auf und es wird geholfen. Ja, das siehst du auch, wenn du hier hinkommst, hier bist du direkt so, ich habe eben schon gesagt, so, das ist so eine Gegend, die hast du in jeder Stadt. Ja. Oder in jedem Ort, so, die sieht so alles so gleich aus, in Emstetten, wo ich herkomme, ist es auch, da hast du so Gebiete, die sehen genauso aus wie hier. Emstetten, ich trete da gerne auf. Die sind auch total toll, die Leute da. Ja, und ist von hier aus gar nicht weit. Nee, das stimmt. Ja, wie lange bist du gefahren? Jetzt von Köln bin ich 1,5 Stunden was. Ach so, gut, liegen wir in der Mitte. Ja. Aber von Amstetten fährst du vielleicht, wenn eine Stunde, ich glaube sogar weniger. Nur kurze Info noch, wir haben nur den Kameramann hier drin, der auch 2,50 Meter weg ist. Und wir haben natürlich hier... Wir haben uns auch nicht... Weißt du, wann wir die... Da drunter sind Holztische, die eigentlich im Garten stehen. Die kriegst du nicht mehr schön. Nee, ist das Blut? Nee, das Wachs. Weil also wir Wachs. Kennst du das? Die Kerzen dann da drauf und dann stellst du die Kerze, weil du meintest, du hast eine gute Idee. Und denkst nicht drüber nach... Könnte Holz da drunter sein. Ne? Aber draußen war das dann so, wir brauchten Licht oder was, Kerzenwachs drauf, Kerze drauf, wunderbar. Was meinst du, was du jetzt für so einen Tisch kriegen würdest, wenn du den in irgendeinem Vintage-Design-Möbelhaus verkaufen würdest? Ich glaube, ich sollte mal ein Autogramm drauf machen. Ja, absolut. Also, könnte ein bisschen wertmindernd sein. Aber wenn ihr eine Idee habt, für welchen guten Zweck wir diese beiden Holztische ohne die dazugehörige abwaschbare, die es heute gekauft wurde, Tischdecke, ich nenne den Namen nicht, aber ich habe mal einen Witz über diese Firma gemacht, aus dem Kick-Outlet. Ja, aber wenn ihr diesen Tisch, wir werden dann einen guten Zweck finden, wo wir den dann für, im Moment gibt es genug Tafeln und so weiter, die alle gut Geld gebrauchen können. Wir würden hier beide unterschreiben, natürlich mit dem nötigen Abstand, werden wir das unterschreiben und würden die gerne, aber wir müssen halt euch dazu aufrufen, dass ihr mitmacht. Ja. Ja? Abholen geht nämlich nicht. Oder wie stellen die draußen hin? Geht auch, so macht der Postbote das im Moment. Wie macht der bei dir? Der stellt das vor der Tür. Und rennt weg, ne? Ja, genau. Ja. Beim ersten Mal war das für mich noch so ein bisschen so, okay, wow, hi, ich bin's, ich tue dir nichts, aber man gewöhnt sich dran. Schuss, das ist unser Herpes, Herpes-Lieferant, ne, der von Hermes. Der Schuss, der bringt das und gibt mir seinen Kugelschreiber, ich soll auf den Karton, also er gibt mir schon mal seinen Kugelschreiber, dann soll ich auf den Karton, ich sag, Moment, ich habe einen eigenen, dann fotografiert er den Karton ab und weil er immer beim Abschied Schuss sagt, nehmen wir den alle nur Schuss. Ja.
Aber es sind immer dieselben Leute. In Duisburg war jeden dritten Tag ein anderer, sag ich mal, der uns die Post gemacht hat. Und der hätte das nicht vor die Tür gestellt, der ist sofort abgehauen. Ja? Wie viele von diesen Tischdecken hast du eigentlich gekauft? Weil 3. Ja, echt? Nur? Ja. Musstest du dich aber bremsen, ne? Nee, Jackie hat die gekauft. Ah, okay. Wir haben hier in Meerhoek einen Kick, was wieder aufmacht. Inzwischen machen die Läden wieder auf. Ja. Manche dürfen aufmachen, aber ich glaube noch nicht alle Quadratmeter oder irgendwie sowas. Nee, ich glaube, es ist 800. Glaubst du, dass ich mich weigere, das manchmal zu verfolgen? Ja? Mach ich aber auch. Ich habe auch keinen dann Bock mehr. Mietmaske ohne, untenrum, obenrum. Jemand soll anrufen, wenn er was braucht. Und all sowas. Und nirgendwo eine ganz klare Aussage. Ja, dann, und stimmt. Ende vom Lied, Trump macht alle Scheiße. Ja, das stimmt. Ich kann das nicht mehr, deswegen, ich gucke Serien im Moment. Welche ist deine Lieblingsserie? Außer die, wo du mitspielst. Ja, ja, das natürlich. Wobei ich tatsächlich die Serien, wo ich mitspiele, sehr selten gucke. Immer mal so Quereinstieg Folgen, die mich interessieren, weil ich wissen will, wie es nachher zusammengeschnitten aussieht. Aber sonst gucke ich das nicht. Ich kann mich selber nicht sehen. Ja. Also es ist so, ich gucke mich auch nie im Fernsehen. Ich muss das Gesicht jeden Morgen im Spiegel sehen, das reicht. Glaub mir, ich gucke keine Sendung. Ich habe gesehen... Ich gucke dich gerne im Fernsehen. Ja, das ehrt mich. Ja. Ich habe den Comedy Grand Prix, wo der Einstieg war. Das war die einzige Sendung, die ich wirklich durchweg gesehen habe. Alles andere... Warum lache ich denn da, denke ich immer? Oder worüber freue ich mich denn gerade? Weil du einen Witz gemacht hast. Ja, nee, aber dann, ich gucke auf andere und lache dann. Oder die denken auch immer, erzählt er den Witz erst neu? Was sie alle nicht mitkriegen, ist die Reaktion des Publikums natürlich. Und da freue ich mich halt drüber. Ja, man muss sich auch freuen können. Ne? Aber dein nächstes Projekt, hast du gesagt, ist? Köln, 50667. Und das bleibt auch erstmal? Ja, jetzt erstmal für ein paar Monate. Und dann was ist mit Columbus, das Wissen-Magazin, aufgehört? Ja, das haben sie irgendwann eingestampft, weil es nicht so gut lief, ne? Welches Wissen? Allgemeinwissen oder spezifisch? Das war halt so RTL 2-Wissen. Also so, wer macht die bessere Bolognese, sowas halt. Mhm. Da wurden so Sachen getestet. Ich habe von Matze Knoten ein Kochbuch gekriegt. Dann wird der wohl. Kann der kochen? Der hat einen Koch mit zwei linken Händen und hat sich dann von seiner Mutter ein Kochbuch machen lassen und hat die dann nachgekocht. Er kann es tatsächlich. Ja? Und ich, weil ich nicht kochen kann, habe es meiner Mutter dann weitergegeben. Also. Die das Buch aber interessant war, was seine Mutter anders macht, aber auch sehr gut kochen kann. Ah, okay. Ja, also wir geben schon Leuten, die nicht lernen müssten. Nee, aber ja, naja. Ist schön, ja. Hauptsache nicht selber die Hand krumm machen, ne? Ja. So, jetzt kommt ein ganz heißes Ding, weil ich habe bei mir im Programm so Anmachsprüche oder dumme Sprüche oder schöne Sprüche, die man machen kann. Ich fand den besten immer, hatten wir ja eben drüber geredet, morgens, wenn du neben jemand aufwachst, neben dem du nicht aufwachen wolltest. Ja, und sie fragt, also in meinem Fall, sie fragt, was gibt es zum Frühstück? Und ich sage, ein Taxi. Ja. Was... Hast du eine peinliche Situation, wo oder hat dich mal einer mit einem richtig peinlichen Spruch oder war auch ein guter dabei, den wir uns merken können an die Bevölkerung dort draußen? Boah, ich weiß es tatsächlich nicht. Es gab halt diese Standardsprüche, die jeder kennt, so dein Vater muss ein Dieb sein, aber ich glaube, das war so eine Phase, da wollten die Jungs das alle mal testen, ob es vielleicht nicht doch funktioniert bei irgendeiner, ja, grauenvoll. Aber ansonsten, ich stehe nicht auf sowas. Ich beobachte. Also entweder du bist direkt geradeaus und sagst, was du willst, oder du kannst dich verpissen. Aber das, bei mir war immer, ich beobachte. Ich weiß genau, ich bin kein Brad Pitt. Ich bin ja mehr so Prickelpitt. Aber ich beobachte, suche dann aus und merke dann, dass ich allein durch den Humor nur punkten kann. Was aber durchaus an alle Muckibuden-Leute oder... Bringt euch auch gleichzeitig Humor, dann habt ihr alles im Griff. Ja? Aber Humor kam besser an. Aber ich finde ja zum Beispiel Muckibude, da stehe ich ja persönlich überhaupt nicht drauf. Ja. Also du kannst mir da... Ja, wenn es übertrieben ist, ne? Nee, gut, wenn jemand einen schönen Körper hat, guckst du auch gerne hin, alles gut. Ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn die Leute so über und über gepumpt sind. Dann sind das meistens auch noch Jungs, die nur oben rum trainieren. Und wenn die Buchse runterlassen, dann hast du solche Storchenbeinchen da. Ja, ja. Gut, dass du Storchenbeinchen dazu gesagt hast. Der passt halt oben und unten nicht zusammen. Ja. Dazwischen ist wahrscheinlich dann auch nicht wegen irgendwelchen Mittelchen, die da noch reingespritzt wurden. Ja. Von daher, ich muss das nicht haben. Da habe ich lieber was zum Anfassen und habe auch lieber was zum Lachen. Es gab mal ein Kinderspiel, wo du rausfinden musstest, wer was zusammenpasste. Ja, so. Die waren mega witzig, die Dinger. Gibt es die noch? Das weiß ich nicht, aber das war...
ist schon was länger her. Auf jeden Fall passte dann die rote Hose nicht zu dem, ja, oder die Beine waren halt zu dick zum Körper oder so. So haben Kinder gelernt, tatsächlich proportional, glaube ich, zu denken. Ja, Henry hat gerade auch so ein Puzzle, wo du auch so ein, da ist auch ja, diese Holzdinger, wo du so vom, ja, Bauernhof-Thema, Bauernhof oder sowas, und da gibt es, ja, auch einen Bauer, der ist oben und unten und eine Bäuerin. Und so ein kleiner Pinorek drauf zum Reindrücken. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Diese Dinger, die findet er total toll. Und sollten wir übrigens mal ein Merch aufnehmen. Ja. Ja. Wir sind zu erwachsenenlastig, obwohl vom Humor her sollten die das vielleicht auch wirklich noch nicht hören. Oh doch. Du hast so viele Fans, wirklich. Wenn meine Nichte Joey, die du ja kennenlernen durftest, ja, wenn die heute hier, ich habe ihr nicht gesagt, dass du hier bist, ja, weil die... Ist ja die auch würde, Corona, das, ja, wäre deswegen, ja, der wär, die, glaub mir, die hätten einen Tunnel hier reingegraben. Ne? Altersgruppe bei dir, welche hast du da, wenn du sagst, an Zuschriften zum Beispiel oder so, wo ist die? Unterschiedlich. Durch Berlin Tag und Nacht und Köln habe ich tatsächlich nicht ganz so junge. Ich habe jetzt zuletzt ja krass Schule gedreht, da ist das Zielpublikum sehr, sehr jung. Das sind ja halt teilweise echt so... Worum 12 handelt die Sendung? 14, da habe ich eine Lehrerin gespielt. Da ist jeden Tag in der Schule irgendwie was anderes passiert und... da hast du halt auch mal einen mit Sackläusen oder sowas, ja, und du, ja, musst dem dann erklären, wie man sich untenrum richtig pflegt, damit, ja, das nicht nochmal passiert. Wird sowas viel halt zu wenig erklärt in der Schule. Ja, 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 ja. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gedreht habe, war ich auch tatsächlich froh, dass meine Schulzeit so entspannt war, weil, ja, da waren Sachen dabei, das war bei mir, ich dachte immer, ich habe auch dolle auf die Kacke gehauen, aber es war doch noch recht entspannt. Ihr merkt, wie locker wir mit solchen Sachen hier umgehen. Ja, dass man da schon gewisse Kommunikation schon mal hat darüber. Ja, ne? Wir labern, wie uns das Maul gewachsen ist. Eben. Das ist ja tatsächlich eben so. Ja. Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, meine Schulzeit, ich möchte die auch nicht missen. Ja, ich habe, bist du zur Schule gegangen? Ich bin zur Schule, ja, gegangen, ja. Und ich habe sogar die zehnte Klasse freiwillig dann, ich sollte eigentlich runtergehen, weil ich meine 10 Jahre schon voll hatte. Aha. Und wollte dann schon auf die Handelsschule gehen. Um das zu machen, was ich alles versäumt hatte. Hatte dann höhere Handelsschule gemacht und habe dann sogar eine Zeit lang studiert. Aber ich habe gesagt, nee, die Klasse ist so geil, die 10a-Klasse, die ist so geil, ich mache das ja hier noch mit. Ah, ja. Wir waren 4-mal in einem Jahr im Schulanteil. Oh, ja, schön. Am Weißenhäuser Strand 2-mal, in Berlin waren wir 1-mal und frag mich nicht, wie der Ruppig der Rot, sage ich jetzt, einfach mal in den, ich weiß nicht, irgendwas im Sauerland. Ja, aber war einfach nur so feiern. Ja, wir haben, ach, unsere Lehrerin leider auch schon verstorben, aber super nett. Wir haben die nicht einmal gesehen, außer bei Ankunft und Abfahrt. Ach, ja, ja, das ist geil. Bei uns, nee, war es leider nicht so in der Oberstufe. Ja. Hier Abifahrt und so grauenvoll. Wir waren in Italien, das war total spaßbefreit. Die Lehrer, die mit waren, das waren so richtig, so, das waren die, die du nicht dabei haben willst. Die sind mitgefahren. Das Schöne war, wir waren so eine verschworene Gemeinschaft, dass wir nicht darüber abstimmen mussten, wo fahren wir hin. Ah ja, okay. Wir haben vorher schon gelabert, guck mal hier, ja, das ist gut, da fahren wir hin. Weißt du, da ist eine Wasserrutsche, die ist 2,5 Kilometer lang. Jo, da ist gut. Weißt du, ja, was Strand, die cool war nicht 2,5 Kilometer, man hat sich den Rücken aufgeschabt an jedem Stück. Wo man, aber je mehr du getrunken hast, war scheiße. Ja, welchen besten, ganz ehrlich, welchen besten Spruch hast du mal von dir aus losgelassen zu jemandem? Also vielleicht zur Ablockung oder kennenzulernen? Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwen angebaggert. Ich von lass, dir aus nicht? Nee. Du hast, ja, lass gut. Ich lasse die kommen. Also das, ja, das geht nicht. Ich kann das nicht, weil ich tatsächlich viel zu viel Angst davor habe, dass jemand sagt, nee, sorry, ich habe keinen Bock, ja, auf dich. Was ich aber sagen kann, ich hatte in Münster damals, als ich studiert habe, einen Typen, den fand ich über Monate richtig, richtig, richtig geil. Ja. Und dann hatte ich eine Studienkollegin und ich war mal einmal mit der feiern und die kannte den. Und dann habe ich den über sie kennengelernt, weil ich mich nie getraut habe, den anzusprechen. Und wir sind tatsächlich an den Punkt gekommen, wo wir miteinander geknutscht haben. Und es war wirklich so, fuck, der konnte es nicht. Das war so ein Reinfall. Absolut, es ging nicht. Und dann war für mich auch so, du hast den angebetet, diesen Mann vorher. Und dann war für mich so die Seifenblase, bing. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch gehofft, dass das irgendwie jetzt kein Happy End noch ein Happy End kriegt. Nee. Nee, aber das war auch gut so. Also wenn ich den heute sehe, bin ich auch froh, dass er damals nicht geklappt hat. Bei mir war, man glaubte nicht, dass ich schüchtern in solchen Sachen war, aber ich war tatsächlich sehr schüchtern in solchen Sachen. Wenn ich jemand gut war, habe ich, ich muss immer jemand sehr lange kennen. Ja, diese Sachen, wenn man One-Night-Stand, die man mit mir vielleicht sowieso nicht haben wollte, aber wenn es umgekehrt so gewesen wäre, ich muss jemanden kennen, ich muss einschätzen können. Ich muss sagen, alles klar, die hat auch was in der Birne, ja, oder Vater hat Geld.
Nee, also Ermi, für mich so, dass man jetzt sagen kann, jo, mit der bin ich heute verschwunden und dann passiert was, ist noch nie passiert, wird auch nie passieren, glaube ich. Das ist aber auch nicht so meins. Das ist auch, keine Ahnung, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade, weil wenn du dann irgendwie ein paar Stunden da investierst und merkst, dass das dir nichts gebracht hat, dann ist das ja auch schade, ne? Weil du hättest ja auch weiter am Tresen bleiben können dann in der Zeit. Wir planen ja einen Comedy-Film. Ich habe ein Drehbuch geschrieben. Was natürlich jetzt alles im Moment auf Eis liegt. Wir wissen alle, warum. So. Und wenn ich eine Schauspielerin suchen würde dafür und du hättest Zeit, hättest du Bock? Klar. Es geht um Folgendes. Wenn ich dann in kurzem, ich bin arbeitslos und wir suchen im Internet vakante Jobs. Also da, wo schon lange keiner mehr sich für beworben hat. Und dann gab es einen Ort in Mecklenburg-Vorpommern, wo in 100 Kilometer überall kein Facharzt da ist. Und dann gesagt, da machen wir. Ne, Kollege von mir, nur Scheiß aus Ideen. An Gummipuppen trainiert, wie man Blut abnimmt und all sowas. Geil. Ich habe so einen Spaß, an diesem Buch zu schreiben. Jetzt gucken wir natürlich auch, muss finanziert werden und wer weiß, dann alles klar. Aber sollte der mal in den Casting-Bereich kommen, ne? Der hätte Interesse? Ich wäre beleidigt, wenn du mich nicht fragst. Du brauchst auch kein Casting. Wie viele Castings musstest du in deinem Leben schon machen und was war das Schwierigste? Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 2 oder 3 Castings gemacht, also nicht viel. Ja. Das lief tatsächlich, da muss ich toi 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 auf Holz klopfen, bei mir immer so, dass sich eine Hand die andere gegeben hat und so. Das Schwierigste war tatsächlich für Dahorm ist Dahorm. Das ist sowas wie die Lindenstraße, nur beim Bayerischen Rundfunk. Und die wollten mal so ein bisschen aus ihrem Provinzielleren raus und wollten was Verrücktes machen und haben gedacht, eine Tätowierte wäre schön. Und da war man ich kann sich auch Dahorm tätowieren. Ja, eben. Und das war tatsächlich für mich so, was heißt am schwierigsten, aber ich war am aufgeregtesten, weil es halt irgendwie wirklich auch was mit Drehbuch war und so. Also es war halt nicht so scripted Reality, wie ich das vorher gemacht habe, sondern halt. Wir können, das ist ja das Schönste, wenn ich auf der Bühne bin, kann frei Schnauze reden. Ich liebe das Wenn auch. Wir hier sitzen, können wir frei Schnauze reden. Voll. Ja, und wenn wir zwischendurch Karten spielen, kann das auch noch witzig sein oder irgendwie sowas, ne? Es gibt aber auch genug Schauspieler, die das gelernt haben zum Beispiel, weil man ja auch irgendwie bei so Quereinsteigern wie mir immer sagt, ja, du kommst ja nicht von der Schule und so. Es gibt so viele Schauspieler, die nicht improvisieren können, was man gar nicht denkt. Und von daher habe ich da auch teilweise einigen gegenüber einen Vorteil durch diesen ganzen Kram, den ich gemacht habe. Jennifer Grey und Patrick Swayze mochten sich nicht, weil sie eben die Alberne, die Lustige war, die sich auch während des Dings ja wirklich kaputt gelacht hat. Und er war Profi und er wollte auch irgendwann mal zu Potte kommen. Bei mir wäre wirklich tatsächlich so, je mehr Outtakes, umso besser. Ich liebe das. Ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwelche Szenen nicht drehen kann, weil man sich nicht angucken kann. Ja, weil ohne zu lachen, so, meinst du das? Da ist dann irgendwas passiert, da kannst du abbrechen den Tag. Und am nächsten Tag muss ich mich vorher betäuben oder irgendwas sowas. Aber das ist doch das Witzigste. Ja, ich muss sagen, die Bulli-Parade habe ich wirklich immer am liebsten geguckt durch die Outtakes. Wenn die sich, und du hast gesehen, die drei haben sich so gut verstanden und die haben sich so beömmelt bei diesen Outtakes. Ja. Es gibt natürlich auch Filme, wo du mit Outtakes nicht rechnest, wie bei Braveheart zum Beispiel. Ja, da gibt es tatsächlich Outtakes von, weil das Messer manchmal nicht funktioniert, wo er den Hals aufgeschnitten kriegt. Finde ich auch witzig. Dann habe ich gesagt, ich mache irgendwann mal Outtakes in einem Zeichentrickfilm, so, ne, nachsynchronisieren oder irgendwie. Und die gibt es schon bei Cars, hat man mir gesagt. Ach Quatsch, echt? Ja. Sind das nicht Outtakes bei Zeichentrickfilmen? Da ist so eine Riesenidee. Ja, aber ich könnte mir Schauspielerei sehr schwer vorstellen. Und genau bei das, dir? Was du gerade gesagt hast, so habe ich dann alles hingekriegt. Aber mit jemand, der es seit Jahren macht, wo du sagst, alles klar, das ist ein Profi und ich laber hier geistigen Dünnschiss gerade. Ja? Oder wie war die Rolle noch? Was muss ich nochmal sagen? Ab welcher Glocke? Ne? Und dass der dann genervt sein könnte. Ja, also ich möchte eigentlich alles Leute um mich rum haben, die... Das finde ich gar nicht so, weil ich bin da auch, ich will Spaß haben in erster Linie bei der Arbeit. Ich habe Bock auf diesen Job. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute nicht vorbereitet sind. Das hasse ich. Ja. Also nicht mal irgendwie, dass sie den Text nicht können. Da bin ich ja raus. Sondern einfach, dass du den Umstand nicht hinkriegst. Weil das ist halt echt was irgendwann müßig ist, weil du irgendwie Sachen immer und immer wieder machen musst. Und nicht, weil es witzig ist, sondern weil einer einfach sich verhält wie ein Arschloch. Das mag ich nicht. Weil ich finde, damit tritt man so ein bisschen den anderen auf die Füße, die das halt ernst nehmen. Ja. Aber ich finde, es gibt nichts Geileres, als irgendeinen Scheiß zu drehen und Spaß zu haben bei der Arbeit. Und es ist umso witziger, wenn einer halt irgendwie auch mal Schwachsinn macht. Ja. Und das ist doch cool. Ernst zu nehmen, also ich würde alles ernst nehmen. Nur, dieses mit dem Texte lernen, dann sage ich immer, so würde ich das nicht sagen.
Ja, aber das. Ja, und wenn du einen Regisseur hast, der sagt, da muss aber so gesagt werden, da hätte ich Schwierigkeiten mit. Ja, aber das würde ich auch nicht. Also da bin ich zum Beispiel auch, das hatten wir selbst bei der Horm ist der Horm, wo du ein Dialogbuch hattest, wo du Dinge anpassen konntest. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als du hast einen Dialog, du musst dementsprechend reden, aber am Ende merkst du, dass es nicht du bist. Ja. Und du merkst, wenn Leute irgendwie was faken oder abgelesen. Was spielen, es klingt scheiße und es klingt auch direkt. Also es klingt so nach RTL 14 Uhr von vor 3 Jahren. Darum habe ich mich auch direkt abgesichert. Ich mache mindestens Co-Regie. Weil, ja, die können doch gar nicht sehen, was in meinem Kopf vorgeht. Stimmt, ja, hinter vielleicht in der ne, weißt du, was ich meine. Aber, ansonsten, ich muss doch wissen, was ich da sagen will. Oder ich muss doch wissen, der muss jetzt von da kommen und das muss passieren. Ja, das stimmt. Ja? So. Und der muss dann mich aber auch überraschen dürfen. Aber es gilt das nicht auch so ein bisschen als künstlerische Freiheit? Ich finde, die sollte ja jedem zugestanden werden. Auf der Bühne, wie haben wir gerade schon gesprochen, wenn er was Unabsichtliches passiert, ist doch perfekt. Ja, ja, voll. Wenn man, ich kann das aufnehmen. Ich weiß, ich habe Künstlerkollegen, die müssen jeden Satz wirklich eins zu eins üben. Ja. Da würde ich kaputt. Aber das hattest du zum Beispiel bei Inglourious Basterds, hattest du die eine Szene, wo Leonardo DiCaprio so ausflippt. Also ich finde den als Schauspieler großartig, wo der irgendwie ein Glas zertrümmert, die ganze Hand von dem ist am Bluten und sowas. Das stand so nicht drin. Das ist so passiert, wie es passiert ist. Und dieser Typ hat es genommen und hat einfach weitergespielt, bis die Szene im Kasten war. Ja. Und du siehst halt dieses Entsetzen in dem Gesicht von den anderen Schauspielern, die halt merken, okay, fuck, das ist echt, aber der Typ, der zieht's halt durch. Ja. Und das finde ich geil. Das muss ja auch nicht immer nur lustig sein, sondern halt auch, ich finde, solche Sachen muss man dann mitnehmen und einfach weiterspielen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als solche Situationen dann abzubrechen. Ja, beste Film. Ich glaube nicht, da schreibt nämlich einer unserer User. Oh, ja, ich sehe. Wir sind nicht live, aber man kann uns Fragen stellen. Ja. Max aus Dorsten schreibt uns, das war doch nicht Inglourious Basterds, wo Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Ja, das war Django Unchained. Ja, richtig. Danke, Max. Ja, Max schreibt drunter, übrigens, Krebs, du Vollidiot. Das ist Ruppig der Rot, ist Nähe Westerwald. Ja, klasse, danke. Haben wir da auch geklärt, nicht im Sauerland. Ja. So, wenn ihr Fragen habt, es ist schwer im Moment. Das ist geil, eine Sendung, die nicht live ist, man kann aber Fragen stellen. Finde ich super, ja. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Sollte sich durchsetzen. Absolut, ja. Finde ich auch. Ich habe ein total interessantes Spiel mit dir. Vor? Five, jetzt du wieder. Aber so wie ich dann gerade vom Regisseur, boah, das sind Wörter, ich konnte letztes Mal Massagestuhl nicht sagen. Massagestuhl. Boah, das ist ja Regisseur. Ja, aber es ist auch schwer. Regisseur. Das musst du aber auch besser können, Regisseur. Ja, aber da habe ich auch ganz lange Probleme mit gehabt. Regisseur, das ist Regisseur, so sagt man. Kann man da nicht sagen, Chefe? Chef, ja. Mensch. Ja. Typ, der das ganze, den ganzen Bums hier leitet. Ja, genau, der einstellt. Ja. Nee, aber es gibt schwierige Wörter. Aber ich kann auch sagen, der Kaplan klebt Pappplakate an die Wand. Das können keine. Der Plakat? Nee. Ja, das ist so dermaßen schwer. Schon hier scheiße. Es hört sich einfach an, aber es ist tatsächlich schwer. Der Kaplan klebt Pappplakate an die Wand, besonders in dieser Geschwindigkeit. So ein Sprachfehler. Ich weiß auch nicht, wann der entstanden ist und wann er wieder weggegangen ist. Da habe ich immer das QU ausgesprochen. Also ich habe Qualle gesagt und Queer und sowas. Da haben sich alle immer mega drüber lustig gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wann es gekommen ist und wieder gegangen ist, aber es war für meine Mitmenschen sehr unterhaltsam. Ja. Ich habe einen Bekannten, der sagt Tunnel. Also, aber nein. Ja, und da sage ich immer schon falsche B-Tonen. Ja. Also, da sind zwei N, nur ein L, das kann nicht Tunnel heißen. Ja? Ich wohne doch nicht in Oberhausen. Oder in Osnabrück. Wie ist es denn in MDT'n? Bist du denn oft zu Hause, wenn du nicht in Köln bist, also in deiner alten Heimat? Doch, ja, klar. Ich habe ja meine ganzen alten Freunde wohnen da noch. Ja. Na, mit denen geht man dann auch gerne mal zwischendurch ans Brett. Aber die fehlen, ne? Die Diskotheken wie das Plattendeck 2006, die fehlen. Ja, Plattendeck, da war ich gerne. Da habe ich sehr gerne gearbeitet. Da habe ich sehr viele Schnäpse auch in meinem Leben schon getrunken und ausgeschenkt. Aber es ist halt nur mal so. Ne? In Emstetten, ich habe mich sehr erschrocken, als ich letztes Mal da ist nichts mehr gerade. Ich glaube nicht, dass wir in Duisburg überhaupt noch eine Diskothek haben. Könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Bestimmt. Wir hatten mal das Zelt. Vielleicht bist du einfach nur nicht reingekommen. Das kann sein. Ne, es gibt also, so, wir haben ja Old Daddy, was tatsächlich der bekannteste immer so war.
Und da werden dann immer solche Revival-Fäden dann gemacht. Ja, und laufen gut, aber ich gehe da jetzt auch nicht dauernd rein, weil die nur alle zwei Monate mal gemacht werden. Ich freue mich drauf. Mit der bezaubernden, oft erreicht, nie gewollt. Spaß. Pia Tillmann aus Emstetten bei Köln. Prost.